Möglicherweise glauben Sie, die Besonderheiten des Skrotums. Das ist Latein. Also der faltigen, hinter dem Penis liegenden Ausstülpung der vorderen Bauchwand bei Männern. Manchmal machst du mich richtig geil. Ich fange nochmal an. Möglicherweise glauben Sie, die Besonderheiten des Skrotums, also der faltigen, hinter dem Penis liegenden Ausstülpung der vorderen Bauchwand bei Männern, sei keine gute Flirteröffnung. Lassen Sie sich überraschen. Frauen bekommen laut Statistik nur in 18% der Fälle mit, ob ihr Gegenüber mit ihnen flirtet. Männer in 36% der Fälle. Ob diese Zahlen belastbar sind, wie es so schön heißt, kann bezweifelt werden. Nicht eingeflossen ist vermutlich die Zahl der Frauen, die das Nichtbemerken des Flirtversuchs vorgetäuscht haben, weil sie keinen Bock auf den Typen hatten. Männer täuschen nicht vor. Männer übertreiben. Das heißt, 20% der Männer haben einfach behauptet, die Frau habe sie angeflirtet. Und der Umfragende, wie man heute sagt, also der Versuchsleiter, hat es geglaubt. Trotzdem sind die Zahlen besorgniserregend. Folglich müssen die Flirtversuche wirkungsvoller werden. Ich setze immer gern auf nutzloses Wissen. Fakten, die keiner zum Überleben braucht, die beim Smalltalk aber gute Dienste leisten können. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass der linke Hoden bei Männern 1 bis 2 Zentimeter tiefer hängt, damit sie beim Rumlaufen nicht gegeneinander stoßen. Die Männer oder die Hoden? Beide. Ich glaube, das nennt man dann Klötenwanderung. Ich finde, das gerät jetzt in ein randaleskes Fahrwasser. Das könnte doch eine Flirteröffnung sein, die keine Frau kalt lässt, denke ich. Und so könnte der Dialog laufen. Übrigens, mein linker Hoden hängt etwa 2 Zentimeter tiefer als der rechte. Ich sage das nur, falls Sie später fragen sollten. Muss ich nicht. Das ist bei allen Männern so. Woher wissen Sie das? Ich habe das Buch geschrieben, aus dem Sie diese Weisheit haben. Dann kann der Mann gleich zurück zu seinen Kumpels gehen und sagen, die alte Katze knicken. Ist nicht mein Typ und gehört zu den 82%, die nicht raffen, wenn man sie anbaggert. Und jetzt drehen wir es um. Wie könnte der Dialog aussehen, wenn die Frau die Initiative ergreift? Ich habe gerade gelesen, dass bei allen Männern der linke Hoden 1 bis 2 Zentimeter tiefer hängt. Ist das bei Ihnen auch so? Nein. Wieso nicht? Ich habe nur einen Hoden. Den rechten. Aber keine Sorge, der schuftet für zwei. Ich trinke nur noch aus und dann können wir gehen, damit Sie sich selber davon überzeugen können. Eine halbe Stunde später. Du hast ja doch zwei Hoden. Du hast mich angelogen. Aber ich habe dir nicht so viel versprochen. Wie die meisten Männer. Das stimmt, also mach weiter. Sag mal, wie heißt du noch? Emma. Emma, genau. Du hast ja eine Beinprothese. Davon hast du aber nichts gesagt. Du hast ja nicht gefragt. Und Paul McCartney hat das auch nicht gestört. Du warst mit Paul McCartney in der Kiste? Quatsch. Paul McCartney war mit Heather Mills verheiratet. Und die hatte eine Beinprothese. Was heißt war verheiratet? Wir sind geschieden. Also hat es ihn doch gestört. Hör auf zu quatschen, mach weiter. Emma, gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Wenn du so fragst, ich war mal ein Mann. Bitte? Quatsch, ich wollte nur deine Reaktion sehen. Und wenn seine Erektion das übersteht, kann das doch noch enden wie im Märchen.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schrubbern sie noch heute.